Wir schreiben Sonntag, den 18.03.2012. Und Benny hat der Erkältung ordentlich in den Arsch getreten. Ja, es geht mir doch jetzt deutlich besser als der Part am Sonntag. Die Nase läuft nicht mehr, also mit der ist alles in Ordnung. Nur hier und da könnte ich noch einen Frosch im Hals haben und Hustanfälle kriegen. Aber im Großen und Ganzen habe ich der Erkältung doch ordentlich in den Arsch getreten. Dank eurer Unterstützung und guten Besserungswünsche. Erstmal vielen Dank dafür. Und deswegen können wir jetzt hier schön weitermachen mit Phoenix Wright, Justice for All. Ja, Franziska von Karma hat uns ja doch ziemlich in die Enge getrieben. Und jetzt kommt die schwere Entscheidung. Plädieren wir auf Notwehr oder auf unschuldig? Und viele von euch, an sich haben es alle gesagt, wir plädieren auf unschuldig. Wenn wir auf Notwehr plädieren würden, würden wir zugeben, dass sie ihn umgebracht hat. Nach dem Prozess wäre Maya als Mörderin gebrandmarkt. Ihr Leben wäre zerstört. Das darf ich nicht zulassen. Euer Ehren. Sind Sie zu einer Entscheidung gelangt, Herr Wright? Die Verteidigung plädiert weiterhin auf unschuldig. Alles außer einem uneingeschränkten Freispruch ist inakzeptabel. Du! Dein Schicksal ist besiegelt, Phoenix Wright, Inspektor. Ja, Frau Staatsanwältin. Komm zum Ende deiner Aussage, meinem endgültigen Triumph. Ja, Frau Staatsanwältin. Moment mal, den Ablauf bestimme ich hier immer noch. Hui! Oh, ja, natürlich. Also dann, Herr Inspektor, setzen Sie Ihre Aussage doch fort. Das Gericht wird erfreut sein, von dem weiteren belastenden Beweisstück zu erfahren. Toll, die letzte Stunde habe ich nicht mehr gehustet und jetzt muss ich ausgerechnet. Das war doch klar. Zeugenaussage, belastendes Beweisstück. Tut mir leid, Junge, aber es gibt da ein weiteres, noch belastenderes Beweisstück. Dieses Kostüm trug die Angeklagte zur Tatzeit. Wie man sieht, ist es voller Blut. Die Angeklagte attackierte und tötete eine Person, die sich offensichtlich nicht wehrte. Die sich offensichtlich nicht wehrte? Irgendwas macht da einen Knick bei mir im Kopf. Das ist also das Kostüm. Die Blutspuren sind deutlich erkennbar. Damit wäre eindeutig Maya Fays Verbindung zum Mord belegt. Das Gericht akzeptiert das Beweisstück. Mayas Kostüm zur Gerichtsakte hinzugefügt. Die gucken wir uns natürlich an. Mayas Kostüm, Kleidung, die Maya zum Zeitpunkt des Mordes trug. Es sind Blutspritzer drauf. Nun denn, Herr Wright. Mayas Fingerabdrücke auf beiden Mordwaffen und Blut auf ihrer Kleidung. Schlimmer kann's jetzt aber wirklich nicht mehr kommen, oder? Ha, stimmt was nicht? Du scheinst verunsichert. Ich gehe davon aus, dass die Anklage keine weiteren Beweise mehr vorlegen muss. Kneif ruhig den Schwanz ein und gib auf, Phoenix Wright. Welchen Schwanz denn? Hör endlich auf, mich immer mit vollen Namen anzureden. Das klingt grauenhaft. Hat er gerade seinen Namen gedisst? Meine Fresse, ohne Scheiß. Gib mir mal kurz einen Moment, um einen Schluck zu nehmen. Ah, okay. Geht doch schon mal ein bisschen besser. Belassenes Beweisstück, das Kreuzverhör. Na, ich denke, das können wir auslassen. Moment mal! Mayas Kostüm? Ja, sie trug es bei ihrer Verhaftung. Maya, sie trägt heute schon wieder ihr Beschwörungskostüm. Darf sie denn gar nichts anderes anziehen? Moment mal. Das Blut auf diesem Kostüm. Die Untersuchende im Labor hat ergeben, dass es sich um das Blut des Opfers handelt. Es befindet sich also Blut des Opfers auf der Kleidung der Angeklagten. Gar nicht gut. Konnten Sie diesem Beweisstück noch irgendwelche andere Hinweise entnehmen? Also... Einspruch!
Wechsle ruhig das Thema, dann muss der gute Inspektor noch einmal aussagen. Wie schade, keine Zeit, wir sollten dann wohl fortfahren. Ja, Frau von Karma hat vollkommen recht. Jetzt hat sie sogar schon den Richter auf ihrer Seite. Dabei stehe ich doch so kurz davor, sie fertig zu machen. Was soll ich bloß tun? Ja, sie hat plötzlich Einspruch gerufen. Die verbirgt doch irgendetwas. Weiter angreifen. Warum wird Franziska auf einmal so schnapplippig? Schmallippig? Ist das überhaupt ein deutsches Wort? Schmallippig? Sie muss einen Grund für so einen übereilten Einspruch gehabt haben. Und der muss irgendetwas mit diesem Kostüm zu tun haben. Ich muss mich nur noch mehr anstrengen. Herr Wright, Frau von Karmas Beweiskette ist lückenlos. Da gibt's für Sie nichts mehr zu holen. Hab keine Zeit mehr. Also, zu dem Kostüm. Eine Frage hatte ich da noch. Euer Ehren, bei dem Beweisstück gibt es einen eindeutigen Fehler. Was? Wie kommst du denn darauf, Junge? Wo liegt denn dieser Fehler, den Sie meinen? Soweit habe ich es schon geschafft. Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Der Fehler liegt genau hier. Ja, ist euch das schon aufgefallen? Was macht denn dieses komische Loch denn da? Normal ist das doch wohl nicht, oder? Nimm das! Wenn das Gericht sich bitte den Ärmel des Kostüms anschauen würde. Den Ärmel? Da ist ein kleines Loch. Ein Loch? Aber das stand nicht im Bericht. Ein Moment. Was ist da um das Loch herum? Es riecht ganz schwach nach Schießpulver. Schießpulver? Davon hat mir keiner was gesagt. Ein Loch, das nach Schießpulver riecht. Da habe ich ja anscheinend doch noch eine Lücke gefunden. Euer Ehren, hier kann es sich nur um ein Einschussloch handeln. Ruhe, Ruhe, Ruhe! Das ist ein schwerwiegender Sachverhalt. Wir sollten erst einmal die Gerichtsakte auf den neuesten Stand bringen. Meyers Kostüm in Gerichtsakte aktualisiert. Gucken wir uns natürlich kurz an. Kleidung, die Meyer zum Zeitpunkt des Mordes trug. Für Details prüfen drücken. Ja, jetzt haben wir halt das Bild, da dieses Loch drin ist. Ich muss mich entschuldigen. Da haben wir wohl geschlafen. Hä? Sie lächelt? Was verbirgt sie noch? Reiß dich zusammen, Inspektor. Dieses kleine Loch beweist gar nichts. Die Beweise sind trotzdem eindeutig. Fahr mit deiner Aussage fort. Das war gerade reiner Zufall, nichts weiter. Einspruch! Wie kannst du das behaupten? Das ist ein eklatanter Fehler. Boah, diese Wörter, ich hasse sie. Ich stimme mit Ihnen überein, dass es sich hier um einen Fehler der Polizei handelt. Aber Staatsanwältin von Karma hat recht, die Beweise sind immer noch eindeutig. Wenn Sie keinen grundlegenderen Fehler finden, dann... Das kann nicht wahr sein! Inspektor Gumshoe, bitte fahren Sie mit Ihrer Aussage fort. Ja, Euer Ehren. Die sich offensichtlich nicht wehrte. Greifen wir erstmal an. Moment mal! Er wehrte sich also nicht? Woher wollen Sie das so genau wissen? Wir haben keine Spuren gefunden, die auf Gegenwehr schließen lassen, Junge. Gab es also zwischen dem Opfer und dem Mörder einen Kampf oder nicht? Die Antwort auf diese Frage kann den Ausgang des Prozesses entscheidend beeinflussen. Wir stecken in der Klemme. Wenn ich nur beweisen könnte, dass das Opfer sich gewehrt hat. Diese Franziska meint also, sie könne den Ausgang mit nur einer Aussage entscheiden. Ich muss irgendwie einen offensichtlichen Widerspruch finden, dann habe ich sie. Ja, die Polizei fand also heraus, dass der Mann Dr. Gray sich nicht mehr gewehrt hat. Aber wir haben ja gerade erfahren, dass die Polizei ein Detail übersehen hat. Nämlich dieses Einschussloch. Das ist ganz klar. In Verbindung mit der Pistole ein Widerspruch. Einspruch! Inspektor Dick Gumshoe. Ja. Hey, irgendwie ist mir das unangenehm, mit vollen Namen angesprochen zu werden.
Sie behaupten, meine Mandantin tötete eine Person, die sich offensichtlich nicht wehrte. Ja, das tue ich. Dann gestatten Sie die Frage, was das übersehene Einschussloch bedeutet? Was es bedeutet? Ich sag Ihnen, was es bedeutet. Es bedeutet, dass das Opfer einen Schuss abgegeben hat. Verstehen Sie das unter sich nicht wehren? Oh, du hast recht. Hört sich logisch an. Ein Schuss vom Opfer auf die Angeklagte würde alles ändern. Na endlich, der Wind scheint sich zu drehen. Ha, was soll dieses War's das endlich Lachen? War's das endlich, Phoenix Wright? Frau von Karma? Nehmen wir mal an, das Opfer hätte tatsächlich auf Maya Fey geschossen. Nur ein weiterer Grund, auf Notwehr zu plädieren. Das stimmt allerdings. Was allerdings, euer Ehren, nicht zum Plädoyer der Verteidigung passt. Statt auf Notwehr zu plädieren, blieb sie beim Unschuldig. Ah! Jetzt wo sie's. Vollkommen richtig. Das heißt, die Beweislast liegt weiterhin bei der Verteidigung. Nein! Also, tja, wo sie recht hat. Außerdem kann allein die Tatsache, dass das Kostüm ein Anschussloch aufweist, nicht einmal die Notwehrvermutung ausreichend stützen. Hä? Wieso das? Ah! Steh nicht so nutzlos in der Gegend herum. Berichte dem Gericht gefälligst, wie der genaue Tathergang war. Unter Berücksichtigung sämtlicher neu gewonnener Informationen, natürlich. Was? Sie meinen, ich ganz alleine? Sie verlangen, dass ich ganz alleine alle Einzelheiten zusammenfasse? Ja! Jawohl, sofort Frau Staatsanwältin. Ach du Scheiße, unser armer Gamscho. Zeugenaussage, der Tathergang. Während der Beschwörung sah die Angeklagte ihre Chance, das Opfer zu erstechen. Das Opfer übte verzweifelte Gegenwehr aus. Während des Kampfes gelang es dem Opfer, seine Pistole zu ziehen. Das Opfer feuerte einen Schuss ab, verfehlte aber sein Ziel wegen der zu kurzen Distanz. Daraufhin brachte die Angeklagte die Pistole an sich und beendete den Kampf. Hört sich plausibel an. Jawohl, euer Ehren. Also, Herr Wright? Ergibt beim ersten Hören ja wirklich Sinn. Aber so leicht gebe ich mich nicht geschlagen. Bitte hören Sie auf, mich so anzustarren. Also gut, wenn Sie den Zeugen dann ins Kreuzverhör nehmen wollen. Aber sicher doch, Kreuzverhör. Los geht's. Moment mal. Der Größenunterschied zwischen Dr. Gray und der Angeklagten ist beträchtlich. Außerdem war das Opfer viel kräftiger. Wie hätte sie da erfolgreich zustechen sollen? Jetzt, wo du es erwähnst, ja, klingt plausibel. Einspruch! Glaubst du wirklich, du kommst so leicht davon, Phoenix Wright? Maya Fey befand sich mitten in einer Beschwörung, oder etwa nicht? Das Medium kann mit Hilfe der Kuriner Beschwörungstechnik seine Physis manipulieren. Mit der Statur der Schwester hätte die Angeklagte es mit dem Doktor aufnehmen können. Ich fass es nicht. Sie hat sogar die Kuriner Beschwörungstechnik gelernt. Wie ich schon sagte, ich bin Perfektionistin. Wovon genau reden Sie da eigentlich? Ich komme da nicht ganz mit. Wie auch immer. Fahren Sie mit Ihrer Aussage fort. Moment mal. Die Stichwunde, die er erlitt, war also nicht die eigentliche Todesursache. Der daraus resultierende Blutverlust hatte allerdings beträchtliche Konsequenzen. Und wie beträchtlich waren diese Konsequenzen Ihrer Meinung nach? Zufälligerweise habe ich gerade neulich Blut gespendet. Und danach habe ich mich leicht benommen gefühlt und mir war schwindelig. Ich schätze, die Wunde hat ungefähr circa das Zehnfache an Schwindel verursacht. Ah! Entschuldigung. Moment mal. Wo in aller Welt kam bitte die Pistole her? Das Opfer, Dr. Gray, scheint sie extra für eben jeden Tag erworben zu haben. Aber eine Pistole? Er hat sie 2 Tage vor der Tat auf dem Schwarzmarkt gekauft.
Warum hatte Dr. Gray eine Pistole dabei? Weswegen diese Vorsichtsmaßnahme? Moment mal! Sie behaupten also, dass das Einschussloch im Kostüm zum Zeitpunkt entstand? Tut mir ja leid, Junge, aber so sieht's aus, würde ich sagen. Die beiden befanden sich mitten im Kampf, als der Schuss abgegeben wurde. Maya, was für ein Glück, dass hier nichts passiert ist. Moment mal! Maya hat in ihrem ganzen Leben noch keinen Schuss mit einer Waffe abgegeben. Das Opfer stand schutzlos vor ihr. Sogar ein Anfänger wie du hätte das gekonnt. Sogar ich? Echt? Okay, also ich bin Sportschütze, also ich habe schon mit allen möglichen Waffen geschossen. Ich hätte das hingekriegt, auch wenn mein Opfer jetzt nicht schutzlos wäre. Verdammte Scheiße, was laber ich hier eigentlich? Stelle ich mich jetzt gerade als Mörder dar? Siehst du? Die perfekte Logik einer von Karma. Und die Mordeigenschaft eines Benny Bunny Five. Seine Aussage ist in der Tat äußerst ungünstig für uns. Aber da muss es einfach irgendeinen Widerspruch geben. Und den aufzudecken, hieße die Wahrheit zu enthüllen. Da bin ich absolut sicher. Ja, okay. Hier möchte ich den Part mit der Frage beenden. Wo liegt denn der Widerspruch? Ich habe jetzt alles angegriffen. Wir haben alle möglichen Informationen. Und ja, jetzt liegt es an euch. Wo liegt der Widerspruch? Zeigt ihn mir. Bis dann.